steckt ein Bündel von internen Briefen und Dokumenten aus dem Coca-Cola-Konzern. Lauter vertrauliche Papiere, die vor einigen Monaten anonym im Internet veröffentlicht wurden. Darunter auch dieses Strategiepapier aus dem Jahr 2016, erstellt von Coca-Colas Brüsseler Cheflobbyistin für die EU. All diese Stichpunkte beschreiben geplante Maßnahmen der Europäischen Union, die nicht im Interesse von Coca-Cola liegen. Wie der CO2-Emissionshandel, Einschränkungen von Koffeinmengen und ein Verbot von Werbung, die sich an Kinder unter 12 richtet. Also alles, was dem Umsatz von Coca-Cola irgendwie schaden könnte. Ein Kreis ist mit Fight Back überschrieben, also bekämpfen. Das sind Ziele der EU-Politik, die Coca-Cola mit Lobbyarbeit verhindern will. Und zu den Maßnahmen, die Coca-Cola strikt ablehnt, gehören erhöhte Sammel- und Recyclingziele. Und gleich darunter steht das Pfandsystem, das in vielen europäischen Ländern gut funktioniert. Es verhindert mit am besten, dass Getränkeverpackungen in der Umwelt landen. Aber Coca-Cola ist dagegen. Das Absurde dabei ist,